Drei Kinderserien, die im Nachhinein seltsamer sind, als man früher dachte. Drittens, SpongeBob. Cool gemacht, keine Frage, aber das ist ein Schwamm, ein Seestern und ein Tentakelmann, die mit so einer Krabbe, die in einer Krabbenfalle leben, ein Geschäft mit Krabbenburger führen. Moneten. Zweitens, Thomas die Lokomotive. Ja, okay, das ist für alle klar. Das war schon damals immer komisch. Aber im Nachhinein wurde das immer noch schlimmer. Erstens, Caillou. Leute, das ist ein vierjähriges Kind, das Aggressionsstörungen hat, seine Schwester schlägt und auf Französisch Kieselstein heißt. Und der versucht uns unseren Alltag zu beschreiben.